Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werde ich euch die Adventskalenderbox Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Vorstellen. Und zwar ist das von der Ars Edition. Und hier hinten sieht es so aus. Hier ist nochmal erklärt, wie das aufgebaut ist. Und zwar kostet es 8,50 Euro. Und das ist eine Box mit 24 Karten drin, wo einfach nette Zitate und Sprüche draufstehen für den Liebsten. Machen wir das gemeinsam mal auf. So sieht das Ganze aus. Ich nehme die hier mal eben für euch raus. So. Und dann sieht man schon, die ganzen Karten sind hier so grau und blau gemacht mit so ein bisschen roten Details und so einem kleinen Herzchen hier, also ganz süß gemacht. Und dann dreht man das Ganze um, also das erste Türchen macht man sozusagen auf und dann steht da ein Spruch drin. In diesem Fall ist es: Wunder gibt es, um uns zu lehren, überall das Wunderbare zu erkennen, von Aurelius Augustinus. Also man lernt auch gleich noch ein bisschen was dazu, von wem diese ganzen schlauen Sprüche stammen. So, genau, dann hier wieder so eine beige Karte mit der 2 drauf. Dort steht dann: Ich wünsche dir besinnliche Momente, die dich glücklich und zufrieden machen. Dieses Mal auch hier mit so einer kleinen Illustration. Dann haben wir hier die 3. Geborgenheit ist freilich ein stärkeres Wort für Glück. Johann Wolfgang von Goethe. Und hier auch wieder den Papahasen. Genau, ganz süß so. Die halten sich so gegenseitig im Arm. Und ich glaube, viele von euch kennen ja auch die Geschichten irgendwie noch aus der Kindheit, die man dann vorgelesen hat bekommen von seinen Eltern. Und das ist irgendwie so eine schöne Erinnerung, finde ich. Genau. Dann haben wir hier nochmal die 4 zum Beispiel. Zeit für dich, das wünsche ich dir. Genieße die Stunden, die dir ganz allein gehören. So, vielleicht gucken wir uns nochmal hier die 5 so gemeinsam an. Dass uns eine Sache fehlt, sollte uns nicht davon abhalten, alles andere zu genießen. Von Jane Austen. Wir können vielleicht auch nochmal ein bisschen vorblättern hier und schauen, was vielleicht ein bisschen später hier noch drin ist. So, ach, hier haben wir nochmal eine 7 vielleicht. Wer Freude genießen will, muss sie teilen. Hier nochmal die 20 vielleicht. Nichts erweckt Erinnerungen so stark wie ein Duft. Von Victor Hugo. So, dann schauen wir vielleicht nochmal hier. Was haben wir hier noch? Das ist nochmal eine 8, die ist dazwischen geraten. Die 9. Und hier vielleicht nochmal die 10. Nur zwischen Glaube und Vertrauen ist Friede. Hier haben wir nochmal vielleicht die 22. Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen. Und der in Händen sie hält, weiß um den Segen. Matthias Claudius. So ist das Ganze aufgebaut. Wie ihr hier seht, hier sind die ganzen Karten nochmal. Wie gesagt, immer so in abwechselnder Farbe. Und da kann man natürlich später zum Beispiel auch noch irgendwie eine Girlande oder irgendwas draus basteln oder sich einfach mal ein paar Sprüche notieren oder die vielleicht auch seinen Kollegen schenken. Ist vielleicht auch eine coole Idee, irgendwie das im Büro sich zu kaufen. Dann kriegt jeder mal eine Karte pro Tag und kann die sich vielleicht in den Schreibtisch heften. Oder man kann das einfach so in eine Handtasche mitnehmen. Und ich denke, das ist ein sehr schöner Adventskalender. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.